Klappe die zweite und Action! So, herzlich willkommen zurück zu Zork Nemesis. Ich habe eben schon mal kurz aufgenommen, aber dann hat meine USB-Tastatur hier gerade voll den Kampf mit mir veranstaltet und ist, obwohl ich nichts rausgezogen habe, anscheinend immer wieder die Info, die USB-Info ist immer wieder rausgesprungen. Ich weiß nicht warum. Also, und dann ist plötzlich alles abgebrochen. Ich weiß nicht. Ich schneide euch das, wenn ich lustig bin, den ersten Anfang als Outtakes am Ende mit rein. So, ich hoffe, ich nehme jetzt überhaupt auf, weil sonst mache ich das jetzt hier alles gerade umsonst. So, jetzt muss ich erstmal wieder. Ich habe übrigens eine USB-Tastatur, obwohl ich einen Laptop habe, weil ich meine Tastatur mal irgendwann rausgebaut habe, weil die Fehler hatte. Und ich habe die ein bisschen auseinandergebaut. Und ich habe zwar... Ich bin ja so ein kleiner Technik-Junkie und ich habe das auch dann einigermaßen gut hinbekommen, aber meine Enter-Taste und meine Taste Nummer 6 wollte bis auf den Tod nicht mehr. Und darum habe ich jetzt halt eine USB-Tastatur, eine kleine, die ist ganz süß. Aber wie gesagt, irgendwie die Tage spackt es ein bisschen rum und vorhin ging es gar nicht mehr. Und ich dachte jetzt nämlich vorhin die ganze Zeit bei diesen Hinweistönen, weil Windows sagt mir auch schon wieder hier, ich soll das blöde eine Update laden. Das mache ich aber erst, wenn ich meinen PC ausmache. So, ich will euch jetzt gar nicht zulabern. Wir machen jetzt einfach mal weiter. Und zwar, jetzt stelle ich nochmal mein Mikro hier richtig ein. Damit ich was glotzen kann. So. Ihr habt vielleicht alle das schöne Antwortvideo von Sir Evenrow gesehen. Ich hoffe, ich sage es richtig. Sir Evenrow? Ich finde, es hört sich offenbar cool an. Und genau nach seinem Muster werde ich das jetzt hier auch lösen. Also ich hoffe es. Das packen wir ein. Packen wir ein. Der kann gleich da dran. Vorhin, als ich dann ihn angeklickt habe, hat meine Tastatur wiederum gespackt. Das sieht gut aus. So. Was haben wir hier drin? Den, das andere brauchen wir nicht. Was habe ich jetzt? Das war doch... Jetzt muss ich es selber kurz mal gucken... Ach nee, das ist die Wut. Doch, dann kommt die zu ihr. Oder? Wut. Genau. So. Also wenn das jetzt richtig sein sollte und ihr wollt auch nochmal wissen, warum das so ist, dann schaut euch mal das Antwortvideo von ihm an, weil ich finde es echt klasse und es ist super beschrieben. Also ich kann doch nochmal sagen... So, na. Will meine Maus jetzt auch nicht mehr. Die Angst ist die Angst, weil... warum ist er die Angst? Genau, weil er halt so ängstlich schaut. Und das Jorok ist der Ruf der Vollstrecker, sagt er ja, oder? Das Jorok ist der Ruf der Vollstrecker! Genau. Also er ist einfach die Angst. Und sie ist die Wut, weil unter und über den feurigen Türmen und Feuer und... So, und sie guckt ja auch so ein bisschen, ne? Hier, wie das Ding... Der Mund ist so ein bisschen kribbelig. Die Ziege ist... Wo haben wir es drin? Das ist der Argwohn. Na? Da. Weil es gibt nur... keine Fehler, sondern nur falsche Richtungsweisungen. So, hier haben wir noch den... Entdecke die Zeit und die Ewigkeit, alles und nichts. Genau, das ist das lustige Gesicht, obwohl er so traurige Augen hat. Also das ist das Glück. Und laut Sir Evenrow oder Sir Evenrow, ich weiß es nicht, ist es das Glück, weil es einfach so ist. Und sie, genau wie ich ja auch schon gedacht hatte, weil das hier alles so schön geschwungen ist und weil sie so weiblich ist und mit den Ohrringen ist sie natürlich der schöne weibliche, oh jetzt bin ich vorbei, Rücken mit dem Hängepo und er, oh Spielfehler, er ist also dann die Langeweile, weil wenn wir uns hier Menschen, anhören, die lang schon tot sind, Glocken läuten. Genau. So, Leute, ich habe jetzt alles einsortiert. Genau, weil Ausgewogenheit ohne Sinn, ne? Also das hat ja keinen Sinn. Ich habe jetzt alles reingepackt und irgendwie... Soll jetzt hier irgendwas passieren?
Jetzt ehrlich, passiert jetzt irgendwas oder kriege ich jetzt hier irgendwas in irgendeiner Schüssel? Muss ich die anderen Dinger da auch noch mitnehmen oder was muss ich jetzt da? Ich will die jetzt nicht schon wieder, wenn ich die da rausnehme. Kann ich die auch wieder ablegen? Ja, dann komm, dann nehmen wir sie einfach mal mit. So. Aber passiert dir jetzt trotzdem nichts? Okay, das ist nur Lava. Soll ich die jetzt nochmal alle nacheinander anhören? Und zwar, wie, das hat doch der Lost Angel hat doch gesagt, wie ich die richtige Reihenfolge dann für die Glocke, für die Glocke ist, wie ich die Rätsel hier löse. Also Masken und Runen, das sind ja hier so Masken und Runen, markieren den Weg und dann Mönche, die lange schon tot sind, weil wir ja diesen einen Geist da getroffen haben. Ob er ein Geist war, weiß ich nicht, aber ich weiß jetzt gerade nicht, was ich tun soll. Komm, wir hören das jetzt einfach mal alles nacheinander an, aber es wird wahrscheinlich nichts bringen. Das Joruk ist der Ruf der Vollstrecker. Masken und Runen markieren den Weg. Über und unter den feurigen Türmen. Entdecke die Zeit und die Ewigkeit, alles und nichts. Sie verlangen nach Geheimnissen und verborgenen Kräften. Mönche, die lang schon tot sind, Glocken läuten. Oh, ich liebe ihn so sehr. Mönche, die lang schon tot sind, Glocken läuten. Ja, super. Also wir haben das jetzt eingesetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob irgendwie ein Fehler ist oder ob jetzt irgendwas passieren sollte. Das heißt, jetzt müssen wir doch oben bei der Glocke die richtige Reihenfolge einsetzen, oder? Täusche ich mich jetzt? Sonst wüsste ich jetzt nicht, was wir machen. Was können wir noch machen? Eigentlich nichts. Unten sind die Totenköpfe im Keller. Da wissen wir noch nichts zu. Und ansonsten, das Zimmer von Malvio ist zu. Ja. Und ansonsten wüsste ich jetzt nicht. Wir waren ja überall, ne? Okay. Da war doch am Ende. Warte mal. Am Ende war doch der Grinsemund bei der Glocke, oder? Das bringt jetzt aber auch nicht viel. Nee, warte mal. Achso, ich habe die mir hier aufgemalt. Genau, so. Jetzt machen wir es nochmal so, Leute. Wir gehen jetzt mal zur Glocke da hoch. Ich habe jetzt echt gedacht, dass da unten irgendwas passiert. Ich finde das ein bisschen komisch. Weil ich meine, wir wussten ja, dass... Also, so. Genau, hier ist nämlich der... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow! Gut. Feueralarm. So. Und jetzt gucken wir nochmal hier drauf. Hallo! Also heute will irgendwie gar nicht so richtig. Aber hier fehlt doch auch irgendwas. Jetzt geht schon wieder meine Taste. Jetzt geht schon wieder los. Ich speichere mal lieber. Ich will speichern schnell, weil sonst bricht mir hier alles wieder ab. Okay. Ja, genau. Zeig mir das hier an. Das stimmt nämlich eh nicht. Ja, aber wir haben ja jetzt trotzdem nicht... Mit dem... Endet es. Masken und Runen markieren den Weg. Aber hier stimmt doch irgendwas nicht, weil hier passiert doch gar nichts. Wenn ich jetzt hier mit Masken und Runen mal anfange, also hier... Hier passiert doch nichts. Außerdem stimmt hier die ganze Zeit irgendwas nicht. Also sagen wir jetzt mal Masken und Runen, dann würden wir jetzt sagen, Mönche, die lang schon tot sind... War Langeweile. Glockenläuten. Ja, genau, Glockenläuten. Schaut mal, wenn ich hier draufklicke, schaut dann mal das an. Da verändert sich was.
Das wird so dunkel. Da, hier fehlt doch irgendwas. Ich werde jetzt echt gerade ein bisschen bekloppt. Und hier fehlt doch, und zwar fehlt hier die Glocke. Uah. Achso, ich kann hier... Achso. Ich... ja... Ja, was... Was... Können wir hier runter gucken? Nee, kann man nicht. Und unten liegt doch die... Ja, kann man jetzt hier... Das bringt mir doch jetzt hier gar nicht... Oh, ich check das nicht. Was haben wir denn hier noch? Oh. Ich weiß nicht. Also, entweder bin ich jetzt echt gerade ein bisschen doof. Hier ist da noch eine Tür. Komme ich da hinten irgendwie lang? Nee. So, was ist denn jetzt hier mit der Glocke? Das ist doch nicht... Hier, kann ich hier hochgucken? Da hängen Glocken! Jetzt haben wir's. Genau, da gehe ich... Oh, da gehe ich dann hoch und da sind die Glocken. Okay. Die hängen also unter diesem Gerät, oder was? Aber da fehlt mir doch was. Die kann man auch sehr schlecht erkennen, diese komischen Glocken hier. Und eine ist ja wohl hier unten am Boden. Aber es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die sind ein bisschen klein. Und hier soll wohl noch eine eigentlich sein, ne? Oder? Oh, mein Bauch knurrt. Sind da auch noch Glocken? Ach ja, klar, das sind ja natürlich mehrere Glocken, weil da waren ja auch noch verschiedene andere Zeichen. Klar. Und hier fehlt dann die, die ist da runtergefallen, schätze ich jetzt mal. Ich will mal... Ist das jetzt hier falsch, oder was? Oder, ich habe mich jetzt da so drauf verlassen. Aber da oben fehlt uns doch. Haben wir jetzt noch irgendwas hier in unserer Hand? Warte mal, so, nee, so. Nee, haben wir. Der Spiegel. Was ist mit dem Spiegel eigentlich? Leute, ich weiß gerade echt nicht, was ich machen soll. Soll ich mal in Biovotars Tagebuch schauen? Bin ich jetzt blöd? Oder stimmen die hier wirklich jetzt nicht? Er sieht halt nicht so aus wie Glück, ne? Das finde ich halt wirklich. Er könnte das schon sein, das stimmt schon. Wer kann denn dann doch nicht passen? Aber glücklich sieht die auch nicht aus. Sind vielleicht... Das Joruk ist der Ruf der Vollstrecker! Na gut, Vollstrecker und Angst, das passt schon. Aber er... Entdecke die Zeit und die Ewigkeit, alles und nichts! Vielleicht ist es doch ein lachendes Gesicht hier. Der lacht doch irgendwie eher. Aber ich finde, der hat traurige Augen. Boah, jetzt. Ich wollte jetzt eigentlich so einen schönen Part hier machen, aber irgendwie. Masken und Runen markieren den Weg.
Über und unter den feurigen Türmen. Ja, das muss schon so passen, weil ich wollte jetzt gerade die beiden auswechseln, aber stimmt nicht, weil er hat ja diese bösen Augen und sie hat und hat einen offenen Mund und hier ist ja so ein geschlossener Mund drauf. Und sie ist das da, ja, er ist das da und er ist ohne Sinn. Das passt vollkommen. So, und wo kriegen wir jetzt dieses komische Seil her? Wir waren doch überall. Oder nicht Seil, sondern einfach, ja. Ja, für die Glocke halt. Oder halt dieses... Das sieht doch hier auch so komisch aus. Warum komme ich denn jetzt... Warum kann ich denn hier nicht nirgendwo lang gehen? Ich finde das doof. Da war doch irgendwie jetzt gerade... Hier. Jetzt stehe ich vor der Wand. Ja, nee, nee. Darüber können wir auch gehen. Oh, da können wir auch noch hingehen. Da waren wir noch nicht. Ja, ich stelle mich in die Ecke und schäme mich. Ja gut, dann kann man hier rüber. Das haben wir uns ja schon angeschaut. Ich weiß, da kann ich runtergucken. Ja, das ist mir schon klar. Haben wir irgendwas vergessen mitzunehmen? Ist so ein Stecken? Oder finden wir das bei... Und warum kommen wir da oben nicht in sein Zimmer rein? Also... Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Und ich glaube, wir haben schon wieder ein paar Länge. Besonders mit den komischen Outtakes. Ach, hier war das. Wo waren jetzt die Zimmerchen von dem anderen? Unten konnte ich auch nichts mitnehmen, ne? Nee, da war ja der Keller. Und da waren die Totenköpfe. Hier war alles zu. Wo waren denn jetzt nochmal die Zimmer von dem Malvio? Jetzt verlaufe ich mich hier sogar schon. Da ist der Glockenturm. Hä, Leute, wo ist denn das nochmal? Irgendwie bin ich jetzt gerade voll durcheinander. Ach, da oben, ne? Ja, genau, da oben drin. Ja, dann gehen wir jetzt gleich nochmal da oben gucken. Und warum kann man hier eigentlich hinlaufen, wenn hier nichts ist? Ich verstehe es nicht. Da, jetzt habe ich die Glocken auch gesehen. Die hängen nämlich doch da drüber, da oben. Es hat auch gerade irgendwas geglöckelt. Aber hier fehlt doch was. Aber da ist auch gar keine Hand. Halt. Doch. Aber nein, genau, doch. Normalerweise, wenn ich da was dran packen könnte, dann würde doch wieder diese Hand da kommen. Ich kann da nichts dran packen. Also muss ich jetzt das doch einfach in der richtigen Reihenfolge spielen. Wenn ich das jetzt verstehe. Nee, aber da ist schon so ein Griff. Also, Leute... Warte mal, es hat jetzt aber gar keinen Sinn, da lang zu gehen. Also das Einzige, genau, weil wir brauchen jetzt hier die Reihenfolge. Und die wissen wir nicht, weil wir ja wiederum rätseln müssten und wir hätten ja gar keine Ahnung. Das heißt, das Einzige, was sein kann, ist, dass die immer noch nicht richtig hängen, weil da muss irgendwas passieren. Also ich meine... So, jetzt schaue ich die mir nochmal an. Da muss ich jetzt halt doch nochmal selber mein Köpfchen anstrengen. Der wird das sein, weil der hat schon so ein kleines Schmunzeln auf dem Gesicht. Denke ich jetzt mal.
Sie muss es auch sein, weil sie ist so geschwungen, sage ich jetzt einfach mal. Bei ihm müsste es eigentlich auch sein, weil, wie gesagt, Ausgewogenheit ohne Sinn, ne? Warte mal, ich schaue nochmal hier auf meinen Zettel. Oder, Langeweile. Mönche, die lang schon tot sind, Glocken läuten. Mönche, die lang schon tot sind, Glocken läuten. Obwohl, Leute, seine Augen verhalten sich auch so ein bisschen so wie dieser komische... Jetzt knicke ich das mal an, vielleicht geht das Ding... Mönche, die lang schon tot sind, Glocken läuten. Wenn man jetzt nur die Augen anschaut, also ich meine, Sinn macht es schon mit dem ohne Sinn, aber wenn man nur die Augen anschaut, könnte es auch das hier sein, ne? Und das war doch der Argwohn. Warum auch immer dann das zusammenpasst, aber... Nur er, was kriegt dann er? Er kriegt dann das da. Obwohl sein Mund offen ist. Masken und Runen markieren den Weg. Aber, jetzt mal ganz blöd, wenn er jetzt, schaut mal nur den Mund an, wenn er redet. Gar nicht, was er sagt, sondern nur hier diesen Mund. Masken und Runen markieren den Weg. Seht ihr, was ich sehe, wenn der Mund zugeht? Seht ihr, was ich sehe? Wenn der Mund zugeht, könnte es auch das hier sein. Was bleibt dann aber für sie übrig? Über und unter den feurigen Türmen. Die Langeweile, ne? Gut, ihr Mund ist natürlich auch ein gerader Strich, aber sie sagt natürlich eigentlich nichts mit Langeweile. Also wenn ich jetzt wirklich nur über die Münder bzw. den Augen gehe, könnte ich jetzt hier nochmal wechseln. Mache ich jetzt mal schnell, ja? So. Was habe ich jetzt gerade falsch gemacht? So, mitnehmen, einpacken, mitnehmen, einpacken. Na? Und mitnehmen, einpacken. Und jetzt kriegt er das Augending, weil seine Augen so komisch rumwackeln. So. Er kriegt das, weil sein Mund dann doch beim Sprechen so aussieht. Und sie kriegt den... Wow! Was war das denn? Haben Masken und Runen markieren den Weg. Mönche, die lang schon tot sind, Glocken läuten. Sie verlangen nach Geheimnissen und verborgenen Kräften. Über und unter den feurigen Alter. Türmen. Das Jauchung ist der Ruf der Vollstrecker. Entdecke die Zeit und die Ewigkeit, alles und nichts. Ja! Woll! Jawoll! Ich war jetzt gerade schon wieder wegen dem... Ja, ist egal. Jawoll! Okay, ich danke dir, Sir Evenrow, aber wie man sieht, ging es anscheinend doch leider nicht so ganz um den Inhalt, obwohl du das super genial ausgearbeitet hast. Wollten sie dann doch eher noch nur, also, ja, wie gesagt, jetzt hat es wahrscheinlich noch weniger Sinn, besonders weil sie ja jetzt Langeweile ohne Sinn hat. Ja. Über und unter den feurigen Türmen, das hört sich ja nicht nach Langeweile, naja, ist uns egal. Sie haben mir gerade die richtige Reihenfolge gesagt. Wir machen jetzt trotzdem hier einen Cut, weil wir haben, glaube ich, schon wieder... Oh, ich glaube, wir sind über eine halbe Stunde, oder? Täusche ich mich jetzt? Scheiße. Egal. Wir haben es. Das heißt, wir können im nächsten Part super locker, easy peasy weiterarbeiten, weil wir dann nämlich die siebte Glocke haben. Und dann wird ja irgendwas passieren. Oder der komische Stecken fehlt da noch. Da bin ich mir nicht so sicher. Aber da kann ich ja nichts dran packen, weil die Hand verändert sich nicht. Also irgendwie bin ich ein bisschen immer noch auf dem Schlauch. Aber wir haben auf jeden Fall die Reihenfolge. Super, die Duper. Dann sehen wir uns das nächste Mal. Und ich freue mich. Uhu. Und ihr hoffentlich auch. Einen schönen Tag oder Nacht oder Abend. Oder ich wünsche euch alles. Eine schöne Woche wünsche ich euch gleich noch dazu. Tschüss. Herzlich willkommen zurück zu Zorg Nemesis. Ich habe zwar nicht meine 5 oder 6 Kommentare erhalten, dafür aber ein wunderschönes Antwortvideo von Sir Evenrow. Sage ich das jetzt eigentlich richtig? Sir Evenrow? Ich weiß nicht, hört sich auf jeden Fall cool an. Und genau nach seiner Antwort werde ich jetzt auch vorgehen. Genau, der hat hier... Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo hier die Angst... Ja, die ist sie doch schon. Oh. Irgendwas hat bei Windows gerade gepiept. Ich hoffe, jetzt passiert nichts. Da ist jetzt die Tage... Ach so, wir können ja erstmal alle... Das können wir ja mitnehmen.
Genau, nehmen wir mal alles mit. Und das packen wir gleich da rein. Ja, was ich jetzt gerade sagen wollte... Da piept irgendwas die ganze Zeit. Ach so, hier, meine Tastatur. Ich habe zwar einen Laptop, wie ich schon mal erwähnt habe, aber meine Tastatur... Warte mal ganz... Leute, wartet mal hier. Was ist denn hier jetzt? Ich ziehe das mal kurz hier raus. Ist das jetzt das richtige Kabel? Ja. Ah, jetzt geht's wieder. Ihr hört das auch, ne? Was ist denn hier los? Jetzt mal gucken, ob es jetzt klappt. Ich habe eine USB-Tastatur, weil ich... Jetzt ist es schon wieder raus! Wow.